Ich bin jedes Mal verblüfft, wenn wir diesen Film sehen. Warum das? Die Anweisungen sind unmissverständlich. Die Gremlins dürfen nach Mitternacht nicht gefüttert werden. Die Gremlins dürfen nicht nass werden. Ist das so schwer? Hi, Leute. Hi, Schatz. Hi. Oh, wir nennen uns jetzt also Schatz. Ja, seit ihrer Beziehung eine fleischliche Komponente hat, hat Penny den für ihn bestimmten Kosenamen nachgebessert, um ihn von dem uns anderen zugedachten Schätzchen zu unterscheiden, mit dem sie nur versucht, ihre beleidigende Absicht zu verschleiern. Ihr seid absolute Langweiler, Schätzchen. Manchmal bemüht sie sich nicht mal, diese zu verschleiern. Was macht ihr eigentlich hier? Wir feiern den Columbus-Tag. Wir gucken die Goonies, Gremlins und das Geheimnis des verborgenen Tempels. Die Drehbücher sind alle von Chris Columbus. Okay. Was seht ihr euch zu Thanksgiving an? Die Parade. Ach, normalerweise fahre ich zum Thanksgiving-Fest zu meiner Familie nach Nebraska, aber dieses Jahr fällt es wegen des Prozesses meines Bruders aus. Was hat er denn angestellt? Ach, das ist alles nur ein großes Missverständnis. Er würde euch übrigens gefallen, er ist gewissermaßen Chemiker. Jedenfalls möchte ich Thanksgiving hier feiern und ihr seid alle eingeladen. Oh, ich komme gern. Wirst du Cranberry-Gelee oder Cranberry-Soße servieren? Vielleicht einfach beides. Vielleicht? Du kennst dich damit wohl nicht sehr gut aus. Ich würde wirklich gern kommen, Penny, aber meine Mutter kocht jedes Jahr für die gesamte Verwandtschaft ihr berühmtes Trutbratfee. Trutbratfee? Truthahn gefüllt mit Braten, gefüllt mit gefehlte Fisch. Es schmeckt nicht so gut, wie es klingt. Ratsch, was ist mit dir? Er ist eigentlich immer mit uns mit, stimmt's, Alter? ist ja gut, du musst das Trutbratfell dieses Jahr nicht essen. Ich kau es nicht mal, ich schluck es runter wie Tabletten. Was ist denn mit Ratsch los? Naja, die gute Nachricht ist, es liegt nicht am Trutbratfell meiner Mutter. Schwer zu glauben, aber erzähl weiter. Die weniger gute Nachricht ist, dass er wohl abgeschoben wird. Er wird abgeschoben? Was soll das heißen? Ich nehme an, es bedeutet, dass die Ausländerbehörde ihn des Landes verweisen wird. Es stünde ihm dann frei, nach Indien zurückzukehren, in ein anderes Land auszuwandern, das bereit ist, ihn aufzunehmen oder als staatenloser Pirat zur See zu fahren. Ich würde dann wohl Pirat werden. Penny, würdest du bitte rausgehen? Wir müssen mit ihm sprechen. Ach, na schön. Aber der Mann muss sein Frauenproblem dringend in den Griff kriegen. Noch ein Grund, ein Leben als Pirat in Erwägung zu ziehen. Soweit ich weiß, ist es auch heute noch ein reiner Männerberuf. Okay, sie ist weg. Meine Coolness war kurz weg. Also, jetzt erzähl schon. Okay, folgendes. Vor 6 Monaten bin ich mit meiner Erforschung der Zusammensetzung transneptunischer Objekte in eine Sackgasse geraten. Ja, und? Und mein Visum ist nur so lange gültig, wie ich an der Uni angestellt bin. Wenn sie merken, dass ich nichts erreicht habe, fliege ich raus. Und wenn ich sage nichts, dann meine ich echt rein gar nichts. Wenn ich doch wenigstens nichts hätte. Darf man fragen, was du in den letzten 6 Monaten gemacht hast? Na was schon, E-Mails checken, meinen Facebook-Status aktualisieren. Wikipedia-Einträge verfälschen. Wusstet ihr, dass man bei Netflix online Filme sehen kann? Und du hast in der Vortäuschung falscher Tatsachen weiterhin Geld von der Universität angenommen? Das ist hochgradig unethisch für einen Astrophysiker. Für einen Piraten wäre es aber vorschriftsmäßig. Ich will nicht zurück nach Indien. Es ist heiß und laut und da leben so viele Menschen. Ihr habt ja keine Ahnung, sie sind überall. Kommt schon, Jungs, denkt nach. Wie können wir Ratsch hier behalten? Warum sucht er sich nicht einfach einen anderen Job? Kann ich jetzt reden oder nicht? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe wirklich keine Ahnung, ob du jetzt reden kannst oder nicht. Ach, Rindfleisch, du wirst mir so sehr fehlen. Bei McDonald's in Mumbai gibt es keinen Big Mac. Da kriegst du nur Chicken Maharaja Mac. Und die Spezialsoße Curry. Und die ist in Indien wirklich alles andere als Spezial. Mach dir keinen Kopf, du findest was anderes. Na klar, ich fang schon mal an zu üben. Möchten Sie Pommes zu Ihrem Maharaja Mac? Hi, Leonard.
Hallo, Raj. Hi, Sheldon. Verzeih mir, ich bin nicht sehr bewandert im Deuten der menschlichen Mimik. Dennoch möchte ich es hier versuchen. Entweder du bist traurig oder dir ist schlecht. Ich bin traurig. Das war meine erste Wahl. Hätte ich mich doch darauf festgelegt. Was isst du da? Ellenbogen-Macaroni mit Rindergehacktem und Tomatensauce. Nudeln mit Rindfleisch. Ihr werdet mir am meisten fehlen. Das habe ich noch nie richtig verstanden. Wieso essen Hindus kein Rindfleisch? Wir glauben, Kühe sind Götter. Nicht ganz. Streng betrachtet gelten Rinder im Hinduismus nur als gottähnlich. Belehr mich nicht über meine Kultur, oder ich mach dich gleich fertig. Das schwöre ich bei der Kuh. Tut mir leid. Mir auch. Ich bin ein bisschen gereizt. Ist doch verständlich. Dein ganzes Leben fällt wie ein Kartenhaus in sich zusammen und du siehst in eine düstere Zukunft. Vielen Dank. Was den Hinduismus und die Kühe betrifft, liegst du falsch. Hey, Raj, stell dir vor, Professor Loveland sucht jemanden für seine Forschungsgruppe Sternentwicklung. Ist das dein Ernst? Das ist fantastisch. Na los, worauf wartest du? Vereinbare ein Gesprächstermin. Mach ich gerade. Sieht so glücklich aus. Ja. Ist gespeichert. Dr. Kotrapali, kommen Sie rein. Ihr Interesse, sich unserem kleinen Team anzuschließen, hat mich überrascht. Dann geben Sie wohl die transneptunischen Objekte auf. Nein, dieses Gebiet ist vielversprechend. Im Idealfall würde ich damit noch Jahre verbringen. Aber ich wollte mir nicht die Gelegenheit entgehen lassen, mit Ihnen an Ihrer ungemein spannenden und noch nicht schlüssig widerlegten These zusammenzuarbeiten. Wunderbar. Setzen Sie sich bitte. Wie wär's mit einem Sherry? Ist das nicht noch etwas zu früh? Nicht auf Proxima Centauri. Der war gut, wirklich amüsant. Aber wenn es recht ist, warte ich bis zum Sonnenuntergang auf dem Titan. Gute Antwort. Ich habe das Gefühl, dass Sie gut zu uns passen werden, Dr. Kotrapali. Danke, Sir. Tut mir leid, komme ich zu spät? Nein, genau richtig. Dr. Kotrapali, ich möchte Ihnen Dr. Millstone vom MIT vorstellen. Sie wird für die Datenanalyse verantwortlich sein. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen, Dr. Kotrapali. Ich habe Ihre Arbeit über die Größenverteilung der Objekte des Kuipergürtels gelesen. Sie hat mir sehr gefallen. Wie haben Sie den Selektionseffekt in den Griff bekommen? Mit einer Simulation, die Beobachtungseffizienz deutlich verbessert hat. Das ist geradezu faszinierend. Danke. Setzen wir das Gespräch doch in meinem Whirlpool fort. Und wann fange ich an? Was soll das heißen? Du hast den Job nicht gekriegt. Wie kann das sein? Du weißt schon, er ist Brite, ich bin Inder. Seit Gandhi mögen sie uns nicht mehr besonders. Heißt das etwa, dass er dich diskriminiert hat? Dagegen sollten wir eine Beschwerde einreichen. Keine Sorge, ist bereits eingereicht. Das war's dann. Meine letzte Hoffnung. Ich werde abgeschoben. Zutiefst gedemütigt kehre ich heim, dem Gespött meines Cousins Sanjay ausgeliefert, den ihr wahrscheinlich als Dave von der Computer-Hotline kennt. Ich werde dich echt vermissen. Kommst du mich in Indien besuchen? Wir reden hier immerhin von 17 Flugstunden. Wir können uns doch in der Mitte treffen. 1000 Kilometer vor der Küste Japans? Dann skypen wir eben. Meine Herren. Hey. Raj, hast du den Job bei Professor Loveland bekommen? Nein. Damit habe ich auch nicht gerechnet, aber keine Angst. Ich bin wie der männliche Nebendarsteller in unzähligen Actionfilmen, der während des zweiten Aktes verschwindet, um dann als Retter in höchster Not wieder aufzutauchen. Er wird normalerweise mit mehr Begeisterung empfangen. Nein. Ich beabsichtige die Auswirkung von Gammastrahlen, die bei der Zerstörung dunkler Materie entstehen, unter Berücksichtigung der Stringtheorie zu untersuchen. Entschuldige, Sheldon, aber wie viele Akte braucht der männliche Nebendarsteller, um auf den Punkt zu kommen? Tut mir leid, ihr hättet jubeln können, als ich die Bühne betreten habe. Der Zug ist jetzt abgefahren. Jedenfalls habe ich vom Institutsleiter zusätzliches Geld bewilligt bekommen. Raj kann also für mich arbeiten. Ich soll mit dir arbeiten? Für mich. Du wirst mir genauer zuhören müssen, wenn du für mich arbeitest. Okay, verstehe das bitte jetzt nicht falsch, aber da schwimme ich lieber nackt durch den Ganges mit offenen Wunden am ganzen Körper und sterbe an den infektionsbedingten, qualvollen Tod, als mit dir zu arbeiten. Für mich.
Bist du beschäftigt? Natürlich bin ich beschäftigt. Soll ich warten? Ja, bitte. Wie kann ich dir helfen? Ich habe über dein Angebot nachgedacht, mit dir zu arbeiten. Für mich? Ja, für dich. Allerdings stelle ich einige Bedingungen. Erstens, du behandelst mich die ganze Zeit als gleichberechtigt. Zweitens, mein Mitwirken wird in allen Publikationen erwähnt. Und drittens, du hältst mir keine Vorträge über Hinduismus oder meine indische Kultur. Ich bin beeindruckt, Raj. Deine Bedingungen sind äußerst vernünftig und überzeugend. Danke. Sie sind alle abgelehnt. Dann lässt du mir keine Wahl. Ich mach den Job. Es tut mir leid. Ich glaube, du hast das missverstanden, als ob ich einen Job zu verschenken habe. Ich biete dir lediglich die Möglichkeit, dich dafür zu bewerben. Setz dich. Wir fangen mit dem Vorstellungsgespräch an. Was? Das ist doch ein Scherz. Bitte. Na gut. Na dann. So gehst du zu einem Vorstellungsgespräch? Mach mal halblang, wir sind seit Jahren Freunde. Oh, wir setzen also auf Vitamin B. Sheldon, um Himmels Willen, zwing mich nicht zu betteln. Reingelegt. Du bist wieder mal Opfer eines meiner typischen Streiche geworden. Ich bin jetzt dein Boss, du solltest lieber darüber lachen. Ach, es ist doch schön, dass wir die Wohnung jetzt ganz für uns allein haben, oder? Aha. Jetzt, da Raj für Sheldon arbeitet, muss ich nicht mehr den Chauffeur für ihn spielen. Und da sie oft bis in die Nacht arbeiten, haben wir ein bisschen Privatsphäre. Mhm. Hey, Lust auf was Verrücktes? Woran denkst du? Wir setzen uns auf Sheldons Platz und machen rum. Du bist ein unartiges Mädchen. Ach, verdammt, woher wusste er das? Hallo. Hey, Howard. Mhm. Stehe ich irgendwie? Ein bisschen, ja. Ich hätte wohl anrufen sollen. Ja, wäre besser gewesen. Heute Abend würde ich normalerweise zum Line Dance gehen mit Raj im Palomino. Aha. Aber er arbeitet mit Sheldon. Wissen wir schon. Soll ich verschwinden? Tu, was du für richtig hältst. Na gut, ein bisschen kann ich ja bleiben. Was sehen wir denn da? Sex and the City, git. Hey, rein zufällig mag ich den Film. Dann sehen wir ihn uns eben an. Vielleicht kriegen wir dann alle gleichzeitig unsere Tage. Dieses Experiment dient der Darstellung des Annihilationsspektrums, der aus der im Raum aufeinanderprallenden dunklen Materie resultiert. Dunkle Materie. Ich zünde mal eine Kerze an. Das war ein Witz. Ich bin der Boss. Ich mach die Witze. Entschuldige, dann mach eben deinen Witz. Das ist wohl kaum der richtige Zeitpunkt. Wir betreiben hier ernsthafte Forschung, die unsere ganze Aufmerksamkeit erfordert. Entschuldige, dann klemmen wir uns dahinter und arbeiten. Sheldon? Was? Hast du Aspirin? Oberste Schublade. Danke. Geht's wieder? Ja. Gut. Das hat Spaß gemacht. Danke. Leonard, Schatz, du musst nicht jedes Mal Danke sagen, wenn wir Sex hatten. Na gut. Du findest morgen eine Karte von mir in der Post. Wirf sie einfach weg. Haben die Herrschaften wohl geruht? Was hast du denn hier zu suchen? Naja, für gewöhnlich gehe ich sonntags immer mit Raj auf den Bauernmarkt, um Hippiebräute aufzureißen, aber er arbeitet immer noch mit Sheldon. Und da dachte ich, ich komme mal vorbei und mache euch Rühreier mit Salami. Das ist die perfekte Mahlzeit für April Amour. Ach, er schlagt mich. Übrigens war euer großes Finale nicht zu überhören. Bravo, Leonard! Wenn du mich erschlagen hättest, als ich dich drum gebeten habe, hätte ich das nicht hören müssen.
Was haltet ihr davon, in eine Matinee zu gehen? Oder Inlineskaten? Oder belegen wir einen Steppkurs? Und dann nimm irgendwas. Ja, okay. Howard, wir müssen reden. Klar. Was gibt's, Holmes? Versteh das nicht falsch. Es ist ja nicht so, dass wir deine Gesellschaft nicht schätzen würden. Aber Penny und ich brauchen gelegentlich ein bisschen Zeit. Nur für uns allein. Oh. Verstehe, ich bin das fünfte Rad am Wagen. Entschuldigt, wie unsensibel. Ich bin schon so gut wie weg. Ach ja, ihr solltet die Eier essen, solange sie noch heiß sind. Danke. Und im Kühlschrank sind Räucherlachs und Frischkäse. Die Bagels sind im Ofen. Ich hab sie euch warm gemacht. Danke. Dann hänge ich eben mit meiner Mutter rum. Das ist immer lustig. Gut. Gut. Oh. Sind wir zu grausam gewesen? Ich weiß es nicht. Was soll ich denn machen? Na, lauf ihm nach, hol ihn zurück. Ganz sicher? Ja. Okay. Howard, komm wieder rein. Ich hätte mir beinahe schon Sorgen gemacht. Nein, 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 der Wert liegt weit unter dem, was von so einem Aufprall zu erwarten wäre. Begreifst du, dass es hier um die Kollision dunkler Materie im Weltraum geht? Ja, natürlich tue ich das. Und was bildest du dir ein, mich über den Weltraum belehren zu wollen? Ich bin der Astrophysiker. Astro bedeutet Weltraum. Astro bedeutet Stern. Na gut, aber wenn wir diese Diskussion in meiner Muttersprache führen würden, würde ich dir zeigen, wo der Hammer hängt. Wir sprechen doch gerade in deiner Amtssprache. Na gut, da hast du recht, aber das hier ist Blödsinn. Zwischen Blödsinn und einer Vision gibt es einen feinen Unterschied. Leider muss man ein Visionär sein, um ihn zu erkennen. Mein Gott, du hältst doch jeden deiner Geistesblitze für pures Gold. Aber weißt du was? Manche davon sind pure Kacke. Oh, Kacke? Das bedeutet Scheiße. Jetzt reicht's aber. Also erstens, Dr. Kutrapali, als ich dir anbot, mit mir zu arbeiten, da aha, habe ich... Ich arbeite also mit dir. In diesem Kontext bedeutet mit mir für mich. Ja, und in diesem Kontext... Oh. Wenn ich mich irre, beweis es. Okay. Hier erhalten wir die Masse der dunklen Materiepartikel. Moment, du gibst das Atomgewicht des Zielobjekts falsch an. Warte, bis ich fertig bin. Du verunstaltest meine Arbeit. Im Gegenteil, ich bringe sie in Ordnung. Gib mir den Schwamm. Nein. Ich hab gesagt, gib ihn mir. Komm und hol ihn dir. Auch gut. Du meine Güte. Dr. Kutrapali, als dein Vorgesetzter verbiete ich dir, auf meiner Tafel zu schreiben. Du bist nicht mein Vorgesetzter. Doch, weil ich dir in allem überlegen bin. Ach ja? Kannst du auch das? War nett, mit dir zu arbeiten. Entschuldige, für dich. Raj, Raj, Raj. Ich hab zu tun. Was machst du? Ist schon klar, ich hab's verstanden. Was willst du, Sheldon? Ich hab mir die Tafel angesehen und du hattest tatsächlich recht. Dann hast du dich geirrt? Das hab ich nicht gesagt. Das ist die logische Konsequenz. Trotzdem hab ich es nicht gesagt. Unwichtig. Ich möchte, dass du zurückkommst und für mich arbeitest. Für dich oder mit dir? In diesem Kontext könnte für mich mit mir bedeuten. Gut, aber unter Bedingungen. Ich lehne sie ab. Ich nehme den Job. Bis Montag. Warte, du musst mich nach Hause fahren. Wie bist du hergekommen? Bin gelaufen. Dann lauf heim. Ich kann nicht. Ein bissiger Hund steht vor der Tür. Auf dem Heimweg können wir über Methoden zur Optimierung des Detektors für Partikelschauer bis 500 GeV nachdenken. Ist gut.